Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Bayern München. Der 24. Spieltag steht an, deshalb müssen wir gegen den FC Schalke 04. Da würde ich sagen, gehen wir gleich rein ins Spiel. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena, das ist natürlich schon mal schön für uns. Das heißt, wir spielen in Rot, Schalke in Blau. Tornos haben wir keinen in diesem Tag, die anderen Teams haben schon alle gespielt. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung, ich habe wieder die ganzen Top-Leute ranlassen, weil ja, es sind zwar nicht alle fit worden, aber gegen Schalke wird es auf jeden Fall ein richtig schweres Spiel werden. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert, schicken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Das Topspiel steht an. Der FC Bayern München empfängt zu Hause den FC Schalke 04. Das sind zwei Teams natürlich auf extrem hohem Niveau und für die Bayern geht es halt um viel. Die Bayern müssen schauen, dass sie an Dortmund dranbleiben können und sie müssen natürlich hoffen, dass Dortmund irgendwann die nächsten Spieltage patzt, denn sonst wird es richtig eng im Kampf um die Tabellenspitze. Hier sieht man, dass beide Teams begrüßen sie jetzt erstmal natürlich die Allianz Arena wieder restlos ausverkauft. Und hier sehen wir es, Mario Mandzukic momentan in der Form seines Lebens. 18 Saisontore hat er in der Liga schon erzählt, damit der absolute Top-Torschütze. Und vielleicht macht er heute gegen Königsblau auch ein paar Tore rein, aber die werden das natürlich verhindern versuchen. Jetzt hier Salou spielt heute für Huntelaar, so wie es ausschaut. Aber jetzt schon manchmal die beiden Kapitäne bei der Platzwahl, Philipp Lahm. Und Heimo Wasserschneider leitet heute die Begegnung. So, und jetzt schauen wir kurz einen Blick auf die Tabelle. Hier sehen wir das Bayern mit Dortmund ist punktgleich. Allerdings hat Dortmund nur ein Spiel weniger. Das heißt, sie könnten wieder auf 3 Punkte davonziehen. Hier sehen wir es, Franck Ribéry. 10 Saisontore hat er bereits gemacht in der laufenden Saison. Vielleicht trifft er heute auch ein paar Mal. Wäre natürlich wichtig. Also der Sieg ist heute für die Bayern natürlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir auf die Aufstellung vom FC Schalke 04. Und da sehen wir schon, Huntelaar ist nicht mit dabei. Dafür spielt Salou, der hat schon 7 Mal in der Saison getroffen. Natürlich Boateng, Farfan auch mit dabei. Auf die zwei müssen natürlich aufpassen. Die zwei sind gefährlich vorm Tor. Gut, dann wäre es. Es regnet hier in München, aber das sind beide Teams nicht davon ab, das Spiel zu beginnen. Das geht jetzt los. Die erste Halbzeit ist jetzt angepfiffen. Natürlich Bayern sollte hier dieses Spiel gewinnen, aber es wird natürlich eine richtig schwere Aufgabe werden für beide Teams hier. Und die Bayern kommen im ersten Angriff über Arjen Robben. Der sieht Müller, starker Pass, aber Barnetta geht da gut dazwischen. Aber Müller kämpft sich den Ball zurück. Jetzt zu Arjen Robben. Robben in die Mitte zu Schweinsteiger und der weiter zu Mario Mandzukic. Mandzukic mit dem Ball auf Franck Ribéry. Ribéry im Abseits. Ja, Ribéry steht hier leid im Abseits. Wäre sonst fast die erste gute Chance für die Bayern gewesen, aber der Pass kommt ein bisschen zu spät. Deswegen gibt es nur Freistoß für den FC Schalke 04 in Form von Hövedes. Jetzt weiter, Freistoß direkt in die Bayernhälfte. Salou nimmt den Ball an, aber die Bayern kommen wieder dazwischen. Und kommen über Arjen Robben. Robben setzt hier stark durch. Jetzt vielleicht die Chance auf eine Flanke. Nee, mit dem Mandzukic. Mandzukic ist vielleicht im Kopfballduell. Verliert er leider. Aber da holt sich Ribéry den abprallenden Ball. Und jetzt kann sich Schalke dann doch letztendlich befreien. Aber Götze greift sofort wieder an. Also Bayern gehen hier wieder mit hohem Druck ans Spiel rein. Versuchen hier so früh wie möglich zu stören. Und so früh wie möglich hier einen Treffer zu erzielen. Jetzt hoher Ball zu Salou. Kurhoff geht dazwischen, jetzt zu Barnetta der Ball. Oh, Robben kämpft hier um den Ball. Robben und Philipp Lahm. Mal schauen, ob sie es schaffen. Und gut gemacht, Robben zu Philipp Lahm. Und jetzt hat Kurhoff den Ball und der Ball geht jetzt zu Manuel Neuer. Gut gemacht. Jetzt Neuer. Weiter Abwurf direkt zu David Alaba. Alaba zu Franck Ribéry. Aber Ribéry hat jetzt 2 Gegenspieler gegen sich. Muss er schon mal zurückspielen, wieder zu Alaba. Jetzt hier vor zu Ribéry und der sieht Götze starten. Jetzt fällt die Chance für Mario Götze. Götze hat ein bisschen zu viel Platz. Jetzt Götze. Götze mit dem Ball zu Mandzukic. Und Papadopoulos mit der Riesentat gerade noch dazwischen. Wenn der Ball durchgeht, dann hat Mandzukic die Riesenchance zum 1:0. Aber so bleibt es leider hin beim 0:0 für die Bayern gegen die Schalke. Jetzt Uchida. Gegen Ribéry. Uchida spielt auch mal zurück. Ribéry greift auch sehr früh an, weil die Bayern wollen den Ball sofort zurückerobern. Jetzt Farfan zu Uchida. Gut gemacht von Franck Ribéry. Holt sie dann den Ball. Kann jetzt vielleicht den Gegenangriff einleiten. Jetzt Franck Ribéry immer noch einen Ball. Und dann verliert er ihn jetzt für die Chance für Schalke. Jetzt über Barnetta, aber Kirchhoff ist da. Klasse gemacht von Kirchhoff. Holt sie den Ball wieder zurück. Jetzt Robben über die rechte Seite. Verliert ihn aber auch wieder. Jetzt Fuchs. Fuchs mit dem Ball zu Salou. Oh, jetzt kommt die Flanke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und dann im letzten Moment war da noch einer dazwischen. Und jetzt kommt Mario Mandzukic. Vielleicht mit dem direkten Gegenangriff. Über Mandzukic. Jetzt Mario Mandzukic. Müller geht in der Mitte wieder. Aber Mandzukic, ja, relativ auf sich allein gestellt.
Muss jetzt schauen, was er aus dem Ball macht. Mandzukic, Mandzukic. Drüben geht Götze, Götze mit der Riesenchance, Aluminium. Riesenchance für Mario Götze in der 20. Minute. Und dann trifft er nur das Aluminium. Was für eine Chance für die Bayern. In Form von Mario Götze, aber leider nur das Aluminium getroffen. Fast die Führung für den deutschen Rekordmeister. Aber die greifen weiterhin ab über Götze, verliert den Ball, aber Dante holt ihn sich zurück. Jetzt zu Alaba. Alaba zu Mandzukic. Der runter zu Thomas Müller. Jetzt Müller. Sieht aus wie Philipp Lahm. Weit gespielter Ball, aber der kommt bei Philipp Lahm an. Jetzt fällt die Chance. Lahm. Jetzt die Flanke, aber die war relativ schwach gespielt. Jetzt Jones. Jetzt kann vielleicht Schalke meinen Konter auffahren über Farfan. Aber Lahm klasse gekämpft. Lahm holt sich diesen Ball zurück und jetzt zu Franck Ribéry. Ribéry gegen Uchida. Uchida ist der Sieger in diesem Duell und deswegen kommt schon wieder Schalke mit dem Angriff über Salou. Also temporäres Spiel, was wir hier heute erleben. Beide Teams gehen sehr offensiv drauf. Die Bayern sind noch ein Tick stärker. Jetzt kommt die Flanke auf Kevin Prince Boateng, aber gut geklärt das Mal von Kirchhoff. Ball kommt zurück. Jetzt sitzt vielleicht gefährlich über Jones. Und dann geht Götze dazwischen. Jetzt der Ball zu Arjen Robben. Jetzt werden wir ein bisschen Ruhe reinbringen, weil beide Teams gehen hier doch ein hohes Tempo. Das werden beide nicht durchhalten. Jetzt Müller. Müller ist immer Zug jetzt starten. Ball wird geblockt und Jones hat ihn. Jetzt zu Salou und er wieder zu Barnetta. Aber Robben klasse gekämpft. Jetzt Philipp Lahm mit dem Ball zu Mario Götze. Schöner Ball. Aber der verliert ihn auch wieder. Also beide Teams gehen hier wirklich mit vollem drauf, was sie haben. Und jetzt wieder Müller mit dem Ball im Besitz und wieder der Fehlpass. Aber Mandzukic holt sich den Ball zurück. Jetzt mal über Götze. Und jetzt außen Franck Ribéry ein bisschen viel Platz. Und mal schauen, was der jetzt aus dem Ball bis jetzt machen kann. Ein Fehlpass auf Sascha. Aber Mandzukic holt sich den Ball zurück. Jetzt Mandzukic mit dem Ball auf Franck Ribéry. Ribéry mit der Chance. Ribéry! Und Unterstahl mit der Glanzparade. Superschuss von Franck Ribéry. Gute Chance für die Bayern. Aber es gibt nur Eckball für die Heimmannschaft. Jetzt Eckball kommt von Mario Götze. Über die Fiete der Kirchhoff. Kirchhoff mit dem Kopfball wird aber leider geblockt. Und dann haut Schalke mit dem weiten Befreiungsschlag den Ball erstmal weit von hinten weg. Jetzt Alaba. Alaba, das kann der Ball, aber kommt dann doch zu Schweinsteiger. Jetzt Ribéry. Kurz mal auf der anderen Seite zusammen mit Mario Götze. Götze, vielleicht ein bisschen Platz. Götze, ja, versucht es gegen die vier Stück. Götze mit dem Ball zu Mandzukic. Ah, schade. Ich glaube, da war Mandzukic sowieso im Abseits gestanden. Aber Unterstahl ist rechtzeitig dran und kann den Ball ganz locker aufnehmen. Jetzt wieder weiter Abschlag von Unterstahl. Klasse. Jetzt Höger. Höger im Ballbesitz. Sieht jetzt zwei Bayern-Spieler auf sich. Bringt die Flanke rein. Riesenchance für Schalke. Tor. Nein, Abseits. Riesenchance hier für Schalke, aber Saluda hauchdünn im Abseits. Aber wirklich hauchdünn, den dürfen sie doch nicht so freilassen. Auch wenn er diesmal im Abseits war, Riesenchance für Schalke 04, fast das 1:0 für die Gäste. Wahnsinn, Riesenchance für Schalke, großes Durchatmen natürlich auf Seiten der Bayern. Aber da hätte es fast schon geklingelt, fast das Tor. Und jetzt kommt Ribéry. Ribéry lange nicht richtig angegriffen. Kann jetzt erstmal einen Lauf starten. Ribéry, was macht Robben? Robben, jetzt kriegt Robben den Ball. Jetzt Robben versucht es von seiner Position aus, aber da kommt der leider nicht hin. Wird schon wieder gestört. Und Schalke holt sich den Ball wieder. Über Barnetta. Raus zu Fuchs. Und zurück zu Barnetta. Wieder zu Fuchs. Und wieder zurück in die Innenverteidigung zu Papadopoulos. Aber klasse gestört hier. Und jetzt Mandzukic. Mandzukic oben startet Ribéry. Schade, kommt nicht hin. Kommt leider nicht an diesen Ball hin. Und wieder Schalke im Ballbesitz. Über Höwe das zu Jefferson Farfan, der zu Uchida. Ribéry versucht zu stören. Aber der war jetzt erstmal zurück zu Unterstand. Der haut das Ding jetzt erstmal weit weg vom eigenen Tor. Das war's. Das war's schon mit der ersten Halbzeit. Er steht hier 0:0 in München. Die Bayern tun sich schwer. Sie hatten 2-3 richtig gute Chancen. Natürlich der Pfostenknaller von Mario Götze. Aber momentan steht es hier noch 0:0. Natürlich Schalke mit dem Abseits-Tor und hatten auch sonst eine gute Chance. Also beide Teams sind heute richtig gut drauf. Hier sieht man noch ein paar Höhepunkte. Hier die riesen Chance für Götze. In der 20. Minute, aber leider nur den Pfosten getroffen. Dann hier der Schuss von Franck Ribéry. Und dann eben hier nochmal die Chance, aber da kam Mandzukic nicht mehr ran. Gut, das wäre somit die Höhepunkte von der ersten Halbzeit. Jetzt sind wir die anderen Ergebnisse. Wir sind schon Dortmund, haben wieder mal gewonnen. Schade, Nürnberg kann uns keine Schützenhilfe leisten können. Das heißt, wir müssen heute gewinnen. Wenn wir heute nicht gewinnen sollen, dann kann Dortmund schon sehr weit wegziehen.
Gut, weiter geht's, wo der Epsi geht los. Bayern hat Anstoß und natürlich, die wollen jetzt schauen, dass sie hier den Führungstreffer erzielt. Weil Dortmund hat ja leider vorgelegt mit diesem 2:1 gegen Nürnberg. Ja, und momentan wären sie einen guten Vorteil. Und hier erstmal David Alaba im Abseits. Ja, da war der Österreicher ein bisschen zu weit vorgelaufen. Deswegen Freistoß für Schalke 04. Jetzt Farfan. Schöner Ball zu Salou. Schweinsteiger blockiert ihn da. Nicht entschlossen genug. Riesenchance. Und 1-0. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Kevin Prinz-Boateng, Schalke führt. 48. Minute. Schalke geht hier in Führung. Das ist jetzt natürlich eine Katastrophe für Bayern. Dann fällt die Führung für Schalke. Kevin Prinz-Boateng natürlich komplett allein. Aber außen Schweinsteiger verliert er diesen wichtigen Zweikampf gegen Salou. Und dann ist natürlich Boateng, natürlich, das ist ein Geschenk für ihn. Und diesmal steht es 1-0 nach Wiederanpfiff. 3 Minuten nach Wiederanpfiff fällt hier die Führung für Schalke. Und jetzt muss natürlich Bayern Gas geben. Jetzt muss Bayern Gas geben. Das wäre natürlich schon fast sowas wie eine kleine Vorentscheidung in meinem Kampf um die Meisterschaft. Jetzt muss Bayern mindestens den Ausländer rein, um hier überhaupt noch eine Chance zu haben. Jetzt Lahm. Lahm zu Müller. Müller verliert hier den Ball, aber es gibt einen für die Bayern. Natürlich schnell ausgeführt wieder zu Lahm. Aber Schalke igelt sie natürlich jetzt hinten ein. Die haben jetzt die Führung erzielt und jetzt wollen sie natürlich diese Führung auch über die Zeit bringen. Aber jetzt kommt ja schon Müller. Müller muss es hier allein versuchen, gelingt ihm natürlich nicht. Und Schalke hat den Ball über Uchida. Farfan bringt den Ball zu Boateng. Jetzt ist natürlich Bayern hinten wesentlich offener, aber Alaba gewinnt hier erstmal den Zweikampf gegen Boateng. Und was war das von David Alaba? Riesenpatzer von David Alaba. Nächste Chance für Schalke. Nächste Riesenchance für Schalke. 2-0. Was für ein Riesenpatzer von David Alaba. Was macht der Österreicher denn da? David Alaba wird hier zum tragischen Helden. Wahnsinn, David Alaba. Was macht er denn da? Was für ein Fehlpass. Dann kommen die beiden nicht mehr dazwischen. Und dann steht es hier 2-0. Und das ist jetzt natürlich schon eine wichtiges Tor für Schalke, aber was ist denn heute mit den Bayern los? Sie hatten gute Chancen in der ersten Halbzeit, machen nichts daraus und jetzt innerhalb von 10 Minuten kassieren sie hier 2 Tore. Das wirft sie natürlich im Titelkampf weit zurück aus, die schießen hier noch 3, aber das sieht momentan nicht so aus. Jetzt kommt da schon einmal Mandzukic, geblockt, da kommt nochmal der Nachschuss und wieder vorbei. Jetzt ist auch noch das Pech bei den Bayern, Riesenchance hier für Mario Mandzukic, der Ball wird geblockt und da kommt Robben. Und dann kommt Unterstall irgendwie noch hin. Das darf nicht wahr sein. Eine Riesenchance hier für die Bayern, zumindest zum Anschluss. Jetzt die Ecke, da ist Mandzukic. Und da ist Unterstall. Jetzt haben die Bayern die Chancen, aber jetzt steht Unterstall im Weg. Natürlich Riesenparaden von Unterstall im Tor der Schalke. Und die Bayern müssen natürlich jetzt irgendwie schauen, dass sie drücken. Sie müssen jetzt anfangen, richtig zu drücken. Jetzt Ribéry. Will in die Mitte, kommt in die Mitte, kein Schalker da, Ribéry mit der Riesenchance, Ribéry, immerhin der Anschluss. 61. Minute, Franck Ribéry, nur noch 2:1 für Schalke. Aber es fehlt hier mindestens noch ein Tor. Kein Schalker geht hin, natürlich den lässt sich Franck Ribéry nicht entgehen. Und dann steht es zumindest 2:1, aber das wird jetzt natürlich ein Lauf gegen die Zeit. Halbe Stunde noch Zeit für die Bayern, um hier mindestens den einen Punkt zu retten. Jetzt Panetta zu Jones. Geht wieder raus zu Panetta. Oh, schöner Ball zu Salou. Wie kommt denn der da durch? Das darf einfach nicht wahr sein. Eine Aufeinanderfolge von dummen Fehlern in der Bayernabwehr und jetzt steht hier wieder 3:1. Was ist denn da los? Da klären sie hier gegen Salou, Kirchhoff und dann springt der Ball irgendwie zu Boateng und da macht natürlich keiner mehr was. Das darf nicht wahr sein. Jetzt waren sie doch schon fast wieder dran an den Schalkern und dann schießen sie wieder. Das nächste Tor in der 2 Punkte Vorsprung. Oh, Götze läuft an. Götze mit der Chance, Götze. Und Unterstahl. Unterstahl wieder mit der Glanzparade. Jetzt Ribéry. Wieder 2 Punkte Rückstand. Und Alaba verspringt hier wieder ein richtig dummer Ball. Also Alaba heute auch gar nicht gut drauf. Und die nächste Chance für Schalke in Form von Höge. Vielleicht das nächste Tor zu machen. Jetzt wird der Ball aber schon geblockt. Und Neuer ist dran. Und Bayern muss jetzt natürlich stürmen. Sie müssen anrennen. Über Götze zu Mandzukic. Mandzukic, Ball wird geblockt. Und wieder in den Reihen von Schalke. Jetzt Panetta. Zu Höger, der zurück zu Höwedes.
Bayern versuchen ja dazwischen zu gehen, aber sie schaffen es momentan noch nicht. Oh, klasse, hier gegen zwei Bayern durchgesetzt, aber Schalke immer noch im Ballbesitz. Wir müssen wechseln, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? So viel dumme Fehler in der Abwehr, das ist ja Wahnsinn. Ja toll, ich habe ja auch super Spiele dabei zum Wechseln. Eieieiei, das wird nichts mehr. 20 Minuten, noch zwei Tore Rückstand. Und das sieht nicht gut aus für Bayern. Aber sie dürfen die Kopfnägel als nächstes. Fehler von Kirchhoff, Riesenchance zum 4:1. Und vorbei. Riesenchance zum 4:1. Boateng lupft den Ball, aber Gott sei Dank am Tor vorbei. Gibt nur Abstoß. Jetzt wechseln beiden Seiten. Natürlich, es muss jetzt mal was gehen. Schalke zwei Tore Vorsprung. Die Bayern waren dran, aber dann kommt der blöde Fehler. Jetzt kommt Robben fast mit dem Ballverlust gegen Barnetta. Bringt den Ball aber zu Philipp Lahm. Jetzt Lahm, wohin will er denn? Na, Philipp Lahm bleibt aber hängen, weil die Beine nicht richtig mitlaufen. Das stimmt heute einfach nicht. Das ganze Spiel bei den Bayern stimmt heute einfach nicht. Man kann machen, was man will. Jetzt Jones. Dem nächsten schönen Ball, diesmal zu Eder. Eder, gerade frisches Spiel, kommt zu schöner Ball, zu Höger, Höger. Jetzt ist es 4:1, nein. Neuer ist dazwischen, Glanzparade von Manuel Neuer. Viertelstunde, nur Viertelstunde hier noch zu spielen, das wird verdammt eng werden. So, Shaqiri für Götze. Und Abate für Kirchhoff, der nicht gerade gut spielt. Jetzt Uchida. Schalke kann sogar in dieser Phase noch mehr Druck machen als die Bayern. Also Schalke hat heute wirklich einen guten Tag erwischt. Jetzt Müller, aber die Bayern laufen nicht richtig mit. Das wird nichts mehr. Wenn sie so spielen, Ribéry mit dem nächsten Ballverlust. Jetzt zu Uchida. Weil Schalke geht es alles viel schneller. Jetzt zu Jones. Jones und jetzt endlich mal Götze. Götze mit dem Ball gewinnen. Götze und dann verliert er ihn. Oder Götze kämpft noch und dann verliert er den Ball. Schade. Mario Götze ist aber noch sein, der was kämpft, aber das wird hier nicht mehr viel bringen. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch Zeit für die Bayern, um hier mindestens den Punkt zu retten. Aber das sieht momentan nicht so aus. Jetzt Farfan. Zu Uchida, vor zu Farfan. Ball ist im Aus. 1-0 für die Bayern. Jetzt sind natürlich die letzten zu wechseln, aber es wird hier wohl nichts mehr geben. Jetzt erstmal Einwurf zu Sheldon Shaqiri. Der kam jetzt frisch ins Spiel. Vielleicht kann er hier noch was reißen. Ist zwar auch nicht ganz hundertprozentig fit, aber vielleicht geht ja noch was. Jetzt Shaqiri, raus zu Ribéry. Ribéry, ja, bis jetzt heute der einzige Bayern-Torschütze. Versucht's wieder von der kleinen Position. Ribéry, wieder gleich Chanceposition, wieder das Tor. Franck Ribéry, vielleicht geht ja da noch was. Vielleicht ist da noch was drin, 3:2. Wieder eine Einzelaktion, wieder Schalke zu oft und wieder ist es Franck Ribéry. Und jetzt geht vielleicht noch was. 5 Minuten noch Zeit für ein Tor, aber das muss erstmal fallen. Jetzt Müller, gut dazwischen gegangen. Die Bayern kämpfen jetzt natürlich. Jetzt wird wieder gekämpft. Jetzt Müller, zu Mandzukic, schade, komm nicht hin. Jetzt Aogo, mit dem Ball zu Eber. Jetzt zu Farfan. Farfan, schön gespielt. Auf Aogo wieder, nächste Chance für Schalke. Aber der Ball geht drüber und so beginnt der Abschluss für Manuel. Der muss sich jetzt natürlich beeilen. Der muss sich beeilen. 3 Minuten sind es noch. 3 Minuten plus die Nachspielzeit. Abate hat den Ball. Abate, schneller Verteidiger. Wird aber jetzt erstmal in die Ecke gedrängt. Abate, ja, wo will er denn hin? Kämpft hier irgendwie durch, aber so richtig effektiv war das nicht. Jetzt Jones. Und Abate stört, aber er kommt einfach. Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Jetzt die Riesenchance. Jetzt die Riesenchance für Abate. Ausgleich. Das ist doch nicht möglich. Die Bayern schaffen es irgendwie. 3:3. Sie hatten sich doch schon fast aufgegeben. Und dann kommt so ein Abate. Der Rechtsverteidigung kämpft sich einfach mal irgendwie durch. Und dann steht es 3:3. Was für ein fantastisches Spiel. Was für ein Spiel, wie wir heute sehen. Und jetzt ist natürlich nur beides drin. Nachspielzeit läuft es aber ein. Die Chance könnte vielleicht für Schalke noch drin sein. Über Aogo. Aogo kommt gefährlich rein und Wahnsinn. Na, Manuel Neuer und da bringt sie den Ball wieder nicht raus. Und diesmal wird auf Abseits entschieden. Abseits. Wo genau? Ah, da. Okay, hab's gesehen. So, 90 Schmühl. Vielleicht lässt er noch eine Chance laufen. Vielleicht gibt's noch die letzte Chance für die Bayern. Wieder über Abate. Der treibt es nochmal an. Nein, er pfeift ab. Schade. 3:3, was für ein Spiel. Bayern schaffen es doch tatsächlich noch, diesen einen Punkt zu erobern. Aber 3:3 ist schon fast zu wenig gegen die Dortmunder.
Das sind zwei verlorene Punkte natürlich im Kampf um die Meisterschaft, aber mehr war heute einfach nicht drin. Schalke war sehr stark und die Bayern sind nicht so richtig in den Trab gekommen. Natürlich unzufriedene Gesichter, kann man nicht sagen, weil sie haben sich wirklich nur klasse zurückgekämpft. Hier sehen wir nochmal die Tore. Und hier dann das erste Tor von Franck Ribéry. Eigentlich identisch dem zweiten Tor von Franck Ribéry. Jetzt sehen wir schon das Tor von Boateng. Natürlich richtig schwach geklärt hier von Kirchhoff. Der Ball springt direkt zu Boateng. Und jetzt sehen wir es, Ribéry, 5 Minuten vor dem Ende. Und dann Abate. Irgendwie hat er es geschafft, Abate. Da macht der Rechtsverteidiger das entscheidende Tor. Mei, oh mei, das war ein Spiel. Ribéry, beste Mann heute. Und Schalke ja eigentlich gar nicht so gute Noten bekommen, obwohl sie doch 3-3 gespielt haben. Naja. So, die Ergebnisse kennen wir ja schon. Dortmund leider gewonnen. Jetzt haben wir natürlich einen ja, großen Rückstand auf Dortmund. Oh, jetzt patzt Dortmund. Also Dortmund ist jetzt mit uns wieder spielgleich und die haben wieder 3 Punkte. Das heißt, die haben gepatzt. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Begegnungen. Hier sind wir es Bayern 3-3. Wo ist Dortmund? Dortmund gegen Stuttgart 1-1. Nein, diesen Patzer hätten wir ausnutzen können. Wenn wir gegen Schalke gewonnen hätten, dann wären wir jetzt bis auf einen Punkt dran gewesen. Schade. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Aber zumindest ist jetzt wieder alles offen. Weil sonst, wenn sie gegen Stuttgart gewonnen hätten, dann wären es jetzt 5 Punkte weg. Und so können wir im direkten Aufeinandertreffen nur einiges rausholen. Also es wird auf jeden Fall nur richtig spannend werden. Gut, aber ich würde sagen, soweit war es für den Part. Im nächsten Part geht es dann gegen Hertha BSC Berlin weiter. Wird natürlich ein wichtiges Spiel werden, weil da müssen wir die 3 Punkte holen. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, dann mache ich Schluss für den Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.